tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Irokex vor. Irokex ist die Weiterentwicklung von Zorokex und hat wie dieses einen Unlichtkampftypen, womit er eine Doppelschwäche gegen Fee, eine Schwäche gegen Kampf und Flug, eine Resistenz gegen Gestein und Geist, eine Doppelresistenz gegen Unlicht sowie eine Immunität gegen Psychoattacken hat. Bei Irokex Basiswerte stechen zuerst die beiden hohen Verteidigungswerte ins Auge, die jedoch nur von einem schwachen KP-Wert gedeckt werden. Dazu kommt ein brauchbarer Angriffswert. Die EV verteilt man hier 236 in KP, 252 in Angriff und 20 in Initiative, um alles mit B60 ohne EV überholen zu können. Dazu ein hartes Wesen, um den Angriff zu maximieren. Als Fähigkeit nennt man Hochmut. Diese erhöht Irokex Angriff jedes Mal um eine Stufe, wenn er einen Gegner umhaut. Als Attacken nimmt man Ableithieb, Abschlag, Eishieb und Feuerschlag. Ableithieb ist eine solide Step-Attacke, die Irokex um 50% des verursachten Schadens heilt. Abschlag ist eine zweite Step-Attacke und schlägt das gegnerische Item weg und verursacht außerdem 50% zusätzlichen Schaden, wenn ein Item weggeschlagen wird. Eishieb gibt Coverage gegen Flug- und Drachen-Pokémon, Feuerschlag gibt Coverage gegen Käfer- und Pflanzen-Pokémon. Das Item der Wahl ist hier eine Offensivweste. Bevor ihr Irokex in den Kampf werft, müsst ihr alle gegnerischen Feen-Pokémon aus dem Kampf nehmen, da Irokex trotz seiner guten Defette und Offensivweste keine Feenattacke überleben wird. Optional könnt ihr auch noch versuchen, alle Kampf- und Flug-Pokémon vorher rauszunehmen. Irokex werft ihr am besten in einen speziellen Angreifer, gegen den ihr mit Irokex bevorzugt eine effektive Step-Attacke habt, um den ersten Hochmut-Boost leicht zu bekommen. Ab hier könnt ihr euch mit Ableithieb leicht wieder hochheilen. Da Irokex recht langsam ist, muss er meistens eine Attacke einstecken, bevor er zurückhauen kann, was aber kein Problem ist, da er sich mit seinem Ableithieb meistens wieder hochheilen kann. Durch die Hochmut-Boosts wird er auch irgendwann stark genug, um alles zu one-hitten, was ihm in den Weg kommt. Gute Teampartner für Irokex sind Stahl- und Gift-Pokémon, die gegnerische Feen-Pokémon rausnehmen können. Metagross macht hier einen sehr guten Job, da er mit seinen Psycho-Attacken auch noch zusätzlich gegnerische Kampf-Pokémon wegkloppen kann. Das war's von meinem Irokex und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.